Zum 28. Mal eröffnete die Techno-Klassiker in der zweiten Aprilwoche 2016 ihre Tore zu einer der begehrtesten Oldtimer-Messen in Europa. 5 Tage lang drehte sich alles um Young und Oldtimer. Auch die Motorworld nahm diese Veranstaltung zum Anlass, die einzelnen Stützpunkte und ihre Partner zu präsentieren. Die Besucher der Motorworld konnten sich intensiv über die aktuellen Projekte in München, Zeche Ewald und Köln-Butzweiler-Hof informieren. Besonderes Interesse galt auch der Motorworld-Manufaktur und der diesjährigen Motorworld Classics in Berlin. Vom 6. bis 9. Oktober findet dann wieder in den historischen Hallen der Messe Berlin und deren Sommergarten unter dem Funkturm die faszinierende Welt automobiler Leidenschaft Einzug. Dabei setzen die Veranstalter auch diesmal auf den schon bei der Premierenmesse 2015 begeistert aufgenommenen Look und Feel im Stil der guten alten Zeiten. Und nicht nur das, die Oldtimer-Szene bekommt noch mehr Raum. Denn die Motorworld Classics Berlin 2016 wird 2 zusätzliche historische Messehallen belegen. Arthur Bechtel zeigte am Stand der Motorworld ein sehr original erhaltenes Mercedes-Benz 450k Cabriolet mit Patina. Während auf den anderen Messen kaum mehr Vorkriegsfahrzeuge präsentiert werden, war auf der diesjährigen Techno-Klassiker noch eine Vielzahl an seltenen und formschönen Vorkriegsmodellen zu finden. Auffällig waren in diesem Jahr die zahlreichen Konzept- und Neuwagen in Verbindung mit den historischen Vorgängern. Die großen Marken spannten so den Bogen zwischen Historie und der aktuellen Entwicklung. So präsentierte zum Beispiel Opel die jüngste Konzeptstudie des Opel GT, direkt neben der ursprünglichen Opel GT-Studie und einigen Rennversionen wie zum Beispiel von Irmscher oder Conrero. Volvo feierte eine ganze Designlinie im Bereich Kombifahrzeuge. Und die italienischen Marken Alfa Romeo und Fiat stellten ihre aktuellen Modelle des Alfa Romeo Giulia und des Fiat 124 vor. Das absolute Highlight der Designstudien auf der Messe war allerdings das Volkswagen Golf GTI Roadster Konzept aus Anlass des 40. Geburtstags des Volkswagen Golf GTI. Wurde der Motor dieses schnittigen Roadsters gestartet, strömten die Besucher in der Halle 7 zum roten Boliden. Im Zuge des Jubiläums zeigte Volkswagen rund um die roten GTI-Buchstaben einige Golf GTI-Modelle aus unterschiedlichen Generationen, darunter ein Golf GTI 1 bis hin zu dem Golf GTI 3 und einer Rennversion. Während der Messe bauten Auszubildende des Volkswagen-Werks einen restaurierten 1er Golf GTI direkt auf dem Stand auf, um ihn am letzten Tag dann auf den Rädern aus der Halle zu fahren. Am Stand von Audi waren 2 Mittelmotorklassiker und einige Exemplare aus der frühen Geschichte der Marke zu sehen. Skoda führte mit einigen Klassikern eindrucksvoll durch die gesamte Firmengeschichte. BMW konnte dieses Jahr auf ein bedeutsames Jubiläum zurückblicken und stellte auf der Messe technische Meisterwerke aus 100 Jahren Geschichte aus. Beginnend bei dem Flugzeugtyp Klemm L25 von 1923 mit dem BMW-Motor bis hin zu Fahrzeugen aus der jüngsten Automobilgeschichte von BMW. Etlich einzigartige Millimilia-Fahrzeuge wurden im Atrium der Messe präsentiert. Wer auf der Messe seltene und besondere Fahrzeuge suchte, wurde auf der Techno-Klassiker fündig. So zum Beispiel der Ferrari 500 Superfast aus dem Vorbesitz des Schauspielers Peter Sellers.
Ein Mercedes-Benz 170 SD Werkstattwagen aus dem Vorbesitz der Rennfahrerlegende Juan Manuel Fangio. Ganz im Flair der Great Gatsby-Ära zeigte sich der Obern Duesenberg Roadster. Gleich daneben das aerodynamisch gestaltete Abarth-Rekordfahrzeug. Besonders elegant zeigten sich der Delahaye 135 Gear, ein Chrysler Special Gear und ein ausgesprochen schöner Pegaso. Ein Sportwagen, der bei genauer Betrachtung nochmals überrascht, da er mit schönen Details geschmückt ist. Als Best of Show wurde der Ferrari 250 GT Short Wheelbase am Stand von Axel Schütte ausgezeichnet. Die Oldtimer-Szene würde ohne die Clubs kaum Bestand haben. Und so waren es auch die Clubs, die ebenfalls einige Highlights zeigen konnten. 125 Jahre Panhard war eines der Themen. Der Panhard Club präsentierte mit dem P2D von 1992 das älteste Fahrzeug auf der Messe. Daneben einige weitere Modelle aus der Historie von Panhard. Am Ford Club Stand wurde der Le Mans Sieg von 1966 gefeiert und unter einem Torbogen waren daher drei Ford GTs zu sehen, die symbolisch für den legendären Zieleinlauf 1966 standen. Der Fiat 500 Club zeigte im 1:1 Maßstab den Bausatz und Live-Zusammenbau eines Fiat 500. Hauptgesprächsthema auf der Techno-Klassiker war allerdings vor allem die extreme Preisexplosion, die zum Teil zu völlig unrealistischen Preisen führte, wie zum Beispiel ein Porsche 911 SC Targa für ca. 198.000 Euro oder ein Porsche 924, der mit 84.000 Euro ausgezeichnet war. Fahrzeuge, die vor einigen Jahren noch zwischen 20.000 und 60.000 Euro kosteten, sind mittlerweile nicht mehr unter einer sechsstelligen Summe zu erhalten. Ein wenig fehlt es mittlerweile an der Leidenschaft auf einer solchen Messe.